Hallo und herzlich willkommen bei Unbox Vision. Euer Murat ist wieder am Start und diesmal geht es um das Flaggschiff OnePlus 6 und ich habe es 2 Wochen lang als mein Daily Driver benutzt und was ich davon halte, seht ihr jetzt. Also viel Spaß, los geht's. Ist das nicht schick? Vielen gefällt es. Mir persönlich fehlt etwas. Was es ist, kann ich euch nicht sagen. Im Gegensatz zu den bisherigen OnePlus-Geräten besteht das Ganze beim OnePlus 6 aus Glas. Am Anfang denkt man, wow, echt nice und es sieht super aus. Aber wenn man es eine Zeit lang in den Händen hat, denkt man, naja, so nice ist es nun auch wieder nicht. Geschmackssache. Die Verarbeitung ist super. So super, dass nichts wackelt und zudem auch sehr gut in der Hand liegt. Das Display mit 6,28 Zoll Full HD Plus ist leider zu schwach, denn für die Größe kommt Full HD an seine Grenzen. Es sieht nicht mehr so knackscharf aus und leider macht es mir persönlich keinen Spaß, aufs Display zu gucken. Dennoch für den Alltag reicht das vollkommen aus. Apropos Display. Ist euch etwas aufgefallen? Die Notch. Auch hier setzt OnePlus auf eine Notch. Mich persönlich nervt die Notch für das Jahr 2018, denn mittlerweile sehen alle Smartphones von diesem Jahr gleich aus. Die Rückseite ist meiner Meinung nach ziemlich gelungen, es sieht schön aus und hebt sich von allen anderen Smartphones ab. Vor allem der Fingerabdruckscanner. Der ist schön schlicht und flach gehalten, etwas gewöhnungsbedürftig, aber ein Hingucker. Und wie man es vom OnePlus kennt, ist der Fingerabdruckscanner sehr zuverlässig und schnell. Zudem gibt es für die Entsperrung eine zweite Alternative, die wir schon vom OnePlus 5T kennen, Face Unlock. Wie die Sicherheit ist, kann ich nicht viel dazu sagen, jeder muss es selbst wissen. Aber es ist zuverlässig und rasant schnell. Zu den Kameras muss ich sagen, umgehauen hat es mich nicht wirklich. Ja, mag sein, dass die einen Tick besser geworden sind, aber mehr ist es leider auch nicht. Bilder kann man mal machen und bei gutem Lichtverhältnis durchaus positiv. Die Hauptkamera, ein Sony IMX519 Sensor, löst mit 16 Megapixel und einer Blende von f1.7. Die zweite Kamera, ein Sony IMX376K Sensor, löst mit 20 Megapixel und einer Blende von f1.7. Porträtbilder lassen sich ansehen. Dazu verbaut OnePlus erstmals hier neben dem EIS einen OIS. Nice! Zusätzlich mit an Bord 4K mit 60 FPS. Bei der Frontkamera ist ein Sony IMX371 Sensor verbaut mit f2.0 und diese ist nicht schlecht. Was die Performance angeht, die Antwort von OnePlus. The speed you need. Das stimmt, die Kiste kann rennen. Nicht nur rennen, es ist blitzschnell. Denn im OnePlus lebt ein Snapdragon 845er Octa-Core mit bis zu 2,8 GHz. Dazu wahlweise 6 oder 8 GB RAM, Apps öffnen sich schnell und Gaming auf High-End-Niveau. Hier hat OnePlus meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Die Software spielt natürlich auch eine große Rolle, Oxygen OS. Und hier macht OnePlus alles richtig und nahezu Stock Android, wie wir es von Google kennen. Der Akku mit 3300 mAh ist unverändert. Mit normaler Benutzung kam ich auf 1,5 Tage, bei effektiver Nutzung gute 8 Stunden. Aber Probleme sollten wir hier nicht haben, denn wir haben hier Dash Charge. Ich liebe es. So schnell Saft habt ihr nicht erlebt. In 30 Minuten bis zu knapp 70% und das ist eine Hausnummer. Nicht vergessen, OnePlus hat immer noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Super, das OnePlus 6 erscheint in 3 Farben, Mirror Black, Midnight Black und Silk White. Dazu 64 GB, 128 GB oder 256 GB Speicherplatz, 6 oder 8 GB RAM stehen zur Auswahl. Ab 519 Euro kann man sich das OnePlus 6 kaufen. Für die Preisklasse ist es echt top. Fazit: Wer Power braucht, die moderne Notch, reines Android, viel Update und nicht so viel Geld ausgeben möchte, dem kann ich sagen, schnappt es euch. Als großer Fan muss ich leider sagen, dass das OnePlus 6 mich enttäuscht hat. Denn ein wahrer Flaggschiff-Killer ist es dieses Jahr nicht mehr. Vielleicht ein Mini-Killer, aber das war's auch schon. Wie ich auch in meinem Laber-Video kurz erwähnt habe, das Smartphone ist langweilig. Klar, ihr könnt jetzt sagen, du bist wählerisch, Murat. Ja, das bin ich. Immerhin zahle ich dafür Geld. Und beim OnePlus 6 fehlt halt das Multimedia, das Entertainment. Aber ja, so viel dazu. Das war's von mir auch schon. Wenn euch mein Review gefallen hat, dann einen Like-Button. Falls nicht, dann einen Dislike. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.